ihr Lieben und herzlich willkommen zu Part 3 von Die Sims 4 Star Wars. Nachdem wir uns im letzten Part dem Widerstand angeschlossen haben, werden wir nun für den Widerstand... Für den Widerstand die erste Ordnung ausspionieren, aber wir müssen in diese Kantine diesen Spion oder wie der auch immer heißt, ansprechen. Den Kontakt, genau, den Schockenkontakt. Der hat Kontakt kriegen. Orgas Kantine auf. Ich weiß nicht, irgendwie spinnt gerade meine... Ist das der Kontaktmann? Das ist ein Schurke. Ist der das? Stell ich einfach mal freundlich vor, keine Ahnung. Sind jede Menge Schocken, aber... Ah, hier, Kontakt, Schockenkontakt, Bratenstress zurückholen. Den Datenstift in deinem Inventar, ein Bedienungsfeld im Bezirk der ersten Ordnung. Okay, dann müssen wir jetzt zur ersten Ordnung. Ich sehe schon, das wird ein Reise-Let's Play. Wenn man immer vom ersten Ordnung zum Widerstand von der ersten Ordnung wieder dahin, dorthin, hin, rum reisen muss. So, und jetzt? Bedienungsfeld analysieren, oder wie war das? Stand doch irgendwie was. Bedienungsfeld im Bezirk der ersten Ordnung und analysiere es, wie besten hacken kannst, um zu erhalten. Aha, da erhält man die Programmierfähigkeit. Betrage der ersten Ordnung unterbrechen. In der Nähe der Druid-Deports befindet sich Kommunikationsturm für die Funktionsübertragung der ersten Ordnung. Fällt, um die Übertragung zu unterbrechen. Aha. Hacken kannst. Hacken durch Code-Umschreibung. Ja. Nicht verraten, dass ich hier am Hacken bin, Bewohnerin von Batu. Wie war dein Name? Sorry. Vanell. Und du bitte auch nicht verraten. Relaine. Ach, das ist ein Name. Ihr seht gar nicht, was ich hier mache. Ich bin lediglich dabei. Ja, ich habe das ist meine Wohnung. Ich habe vergessen, wie der Schlüssel, wie mein Schlüssel hieß. Ja? Sag mal. Ah, hier, den muss man erhalten noch. Das hat noch nicht gereicht. Wir müssen den noch erhalten. Also, ich habe mein Passwort vergessen. Marco. Ja. Erst in Ordnung unterbrechen. Keine Ahnung, wo das jetzt wieder funktioniert. In der Nähe von Druidendepot. Das Druidendepot, war das da? Nee, das war der Team. Echt nun. Ja.
keine Ahnung, was ich machen muss. Ist das hier Schrotthaufen durchsuchen? Ja, durchsuch mal den Schrotthaufen, bis ich rausgefunden habe, wo wir hin müssen. Das kann man auch alles nicht anklicken. Ecken üben. Fähigkeit erworben. Ist es das hier? Ich habe keine Ahnung. Aber da können wir immerhin noch mal hacken oder so. Ich kann alles Material kaufen. Keine Ahnung. So. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Waren wir hier hinten schon? Flavis Manila. Me, Mushka Beppa. Hier kann sie nochmal Schrotthaufen. Oh, da bringen sich zwei. Kauf mal so. Opa, na ne, zwei will ich nicht. Vielen Dank, dass du etwas in unserem Spielzeug und Altmaterial. Ja, bitte gerne geschehen. Ich hack das jetzt halt einfach nochmal. Ich habe keine Ahnung, ob das das ist, was ich machen muss. In der Nähe der Druid-Depot befindet sich. Druid-Depot, ein Zentrum für die Funktionsübertragung der ersten Ordnung. Keine Ahnung, ob das das ist. Ich hack das jetzt mal und guck mal, was ich dabei rausfinde. Kriege ich wenigstens noch ein bisschen Programmierfähigkeit. Und dann schauen wir mal weiter. Kein Überwachungssystem entdeckt. Also ist es das nicht. Aber wo muss ich denn hin, Leute? Help, please help me, someone. Kann man nur diese komischen Viecher kaufen. Da kann man schon wieder einen Schrotthaufen hier hacken. Scan das mal, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was wir machen müssen. Ich suche dann mal weiter. Dieses Druid-Depot.
hab echt keinen Schimmer, was ich machen muss, Leute. Ja. Bedienfeld analysieren. Oh, er muss aufs Klo. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo aufs Klo gehen können. Hab hier bisher noch kein Klo entdeckt. Ah, vielleicht ist es das. Wir probieren es einfach mal. Hacken durch Tastenverschlüsselung. Wieso beobachtet die uns so? Die ist uns hinterhergelaufen. Die überprüft bestimmt, ob wir unsere Arbeit gut machen. Die Chuli, Saku, irgendwas. Du hast uns doch nicht verraten. Wir sind deine Verbündeten. Chuli. Und jetzt? Können wir nur noch Hacken üben. Echt keine Ahnung, was ich machen muss. Muss ich jetzt hier dasselbe auch machen? Wenn wir mal wieder beim Widerstand sind, dann können wir mal wieder... Vielleicht müssen wir alle diese Dinger nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge hacken. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ja. Sorry, du darfst aufs Klo, wie gesagt, wenn wir wieder beim Widerstand sind. Was ist das? Auffrischen. Oh oh. Hey Dick. Brun. Was ist das, Ravi Scrums? Ihr war auf Fatsu. Aha. Okay. Gehen wir kurz uns auffrischen. Hier haben wir keinen Datenstift mehr. Aha. Wo kriegen wir den jetzt? Müssen wir den jetzt wiederholen? Warte mal, wir reisen jetzt mal kurz nochmal hier hin und holen uns nochmal einen Datenstift. Offensichtlich haben wir keinen mehr. Vielleicht liegt es daran, dass wir es nicht hinkriegen. Wir lassen ihn jetzt mal sich kurz erholen, bis dieser Schurke da ist. Boah, Mann. Der diesen Datenschutz uns das letzte Mal gegeben hat, so lange soll er sich mal erholen. Wohin er auch immer gerade rennt. War das der da nicht? Ja. War das nicht der? Ich habe keine Ahnung, was wir genau machen müssen, wenn ich ehrlich bin.
Und ich habe das durchgelesen. Betragen der ersten Ordnung unterbrechen. In der Nähe des Druidendepot findet sich ein Kommunikationsturm für die Funktionsübertragung der ersten Ordnung. Klicke auf das am Kommunikationsturm angebrachte Bedienungsfeld, um die Übertragung zu unterbrechen. Keine Ahnung. Ich glaube... Wie viele Minuten spielen wir jetzt? Oh, ja. 16 Minuten. Wir reisen jetzt doch nochmal dorthin. Es tut mir leid, aber irgendwie muss ich das ja rausfinden. Und danach beende ich den Part. So 2 Stunden später und ich suche immer noch den Kommunikationsturm. Warte. Das gibt's doch nicht. Der muss doch zu finden sein. Ein Kommunikationsturm. Also meiner Meinung nach ist das da drüben ein Turm. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber das ist das, was ihr am Turm ähnlichsten sieht. Aber hier ist nichts. Kommunikationsturm. Ein Turm. Ein Turm. Weiß nicht, ich finde hier sieht nichts aus wie ein Kommunikationsturm. Außer das Teil und da kommt man halt hin. Hier im Hintergrund irgendwas? Nö, hier könnte man noch mal Altpapier. Alten Schrotthaufen sammeln. Oben kann man nichts anklicken. Kann man noch nicht einmal hingehen. Ja, der Laden zum Einkaufen. Ja, liegt es daran, dass wir keinen so einen Datenstift mehr haben? Ach, Leute. Ich weiß, dass du müde bist. Wisst ihr was, Leute? Ich habe keine Ahnung, was dieses Hackding ist. Ich gehe das jetzt mal privat suchen und dann beenden wir hier den Part und ich werde euch dann das nächste Mal sagen, wo ich es gefunden habe, wenn ich es finde. Und dann hoffe ich, es gibt auch ein Part 4 und ich scheitere nicht jetzt hier schon. Bei Part 3. Genau, dann danke ich euch auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ciao, ciao, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal, eure LA.